Nein. Ich höre gar nicht mehr dazu. Nehmen, was Sie wollen, was hier liegt. Ich kann auch nach Hause fahren, ja, eingefallen, wenn ich das jetzt zahle. So, warten Sie, also 30 Sekunden und dann eine möglichst lange Schale. Die muss nicht schön sein, die muss nur eben halt zusammenhängen. Ja, genau. Achtung, fertig und so. Gut, machen Sie weiter. Oh, jede Menge Zeit. Komm schon, auf den Kalten. Die leckersten Bratkartoffeln im Sauerland? Ob sie leckersten sind, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen Stern, aber einige sagen, ich sollte mir einen kriegen. Was soll ich jetzt machen? Das, was sie immer machen. Nix. Sieht gut aus. Da gehst du beim Bauch dann. Geld ohne Bauch oder wie? Ja, nur für Reserve. Hörten zwei Leute zusammen oder? Spontan auch gut. Aber vorhin geschenkt bekommen. Sehr schön. Ja. Damit man auch sieht, welche Kartoffel man isst. Gucken Sie einmal an. Können wir noch?
Ja, das Fest, wie immer, schönes Wetter, ja. Hervorragend. Ja. Zu Fuß von Altena nach hier oben. Und Apfelmorsch schmeckt hervorragend. Nein, das ist Federweiß, heißt der. Das ist Federweiß, ja, genau. Vom Apfel. Weiß ich nicht, welcher. Die Weiße kann ich auch waschen. Das geht auch. Der fährt ja schon öfter. Ja, wir sind hier von der Umweltberatung der
Verbraucherzentrale und wollen aufklären, dass man zum Putzen gar nicht so viele verschiedene Mittel braucht, dass man mit 3 Putzmitteln eigentlich auskommt. Das ist so ein neutraler Allzweckreiniger, Essigreiner und eine Scheuermilch oder ein Scheuerpulver. Und dass ganz viele andere Reiniger, die zum Beispiel mit Chlor sind oder antibakteriell ausgerüstet sind, gar nicht notwendig sind und auch eher schädlich einerseits für die Umwelt und andererseits für die eigene Gesundheit sein können. Familientradition gewesen. Ja. Der Großvater, der Vater, war aus Bürstenmacher. Aber Sie haben da nicht mehr davon. Nein. Bienenbürsten, aber auch. Hier gibt es Hunde. Alles klar. Ja, das geht jetzt los. Ja, das geht jetzt los. Guck mal, das sind die neuen Etiketten. Das ist der Sommerhonig, aber es wird rot. Und wo ist der Eishonig? Der Winterhonig? Eishonig gibt es heute nicht. Nein, Winterhonig könnte das sein. Der Honig fängt nämlich oben an zu blühen. Der hat schon oben einen Schuh. Und wir haben den Honig aus dem Frühjahr, Honig aus dem Sommer, Honig aus dem Raps. Raps auch? Ja, Rapshonig habe ich auch dafür verwendet. Und auf der Fahrt hierher habe ich auch Mais. Das sind ja, Mais wächst hier auch. Jetzt sind sie schon so schnell und die Schlange ist immer noch so lang. Immer noch so lang. Oh, wir haben schon spüren, was erlebt. Hi, wie hast du noch gefahren? 2x3. Nach Glück. Zwei Dreier. Nimm Papa die mit, so. Die doch mal Zwei mal drei. Jetzt bei der gräflichen Allianz Arnsberg-Mark. Also es ist ein Mittelalterverein mit Sitz in Balve. Der ist das ein Mittelalter? Die gehört ja gar nicht zum Naturschutz. Nein. Deswegen, wir tun alles Mögliche im Rahmen der Heimatpflege. Gräfliche Allianz Arnsberg -Mark. Aus einer anderen Epoche. Ja. Ja. Sondern hier für die vier Städte. Ah ja. Der Erlös geht an die Grundschulen in den Städten. Mhm. Unternehmen, die Gewinne sponsern. Mhm. Also, Hauptpreis ist zum
Preise für 3000 Euro. Ja. Da ist aber das Reisebüro flexibel. Mit ohne. Das meinst du, was Heiko möchte? Mit ohne. Das meinst du, was Heiko möchte? Ohne. Nee.